Und er macht irgendwas, ich weiß nicht was. Ja, das ist Mond und Wind. Deswegen zeigt mir mal bitte. Das ist Mond, das ist Wind. Ja? Dann seht ihr jetzt diese Schwerter, warum die da ist, wenn ich von unten bin. Wenn ich jetzt hier zum Kopf gehe, dann ist das Schwerter. Nach links öffnen, nach rechts schließen. Warum nach rechts schließen? Komm mal. Da ist es geschlossen. Da draußen, da ist es offen. Guter Treffer, wenn du raus gehst. Der Kamerad ist verpackt. Schön zur Seite nehmen erst und dann vorgehen. Hier bei der Rotation kommt der Schlag hier. Ja? Oder hat das Geschütz und der kann trotzdem nach vorne und schnell den Schlag gehen. Jetzt Ansatz. Der Basis macht mit beiden Händen runter, richtig runter. Der Angreifer sagt nicht, wo er angreift, aber er sagt, wo er angreift, indem er ausholt ein bisschen. Ja? Dadurch, dass ich aushole, ist es auch eine Sprache. Ja? Wie gesagt, es ist jetzt keine Expertenverteidigung. Experte steht hier. Ja? Macht sowas. Dann trifft er schon. Ja? Das ist Expertenangriff, der geht aus dem Winkel. Einfach nur aus dem Handgelenk und ein bisschen Armbewegung. Aber jemand, der jetzt einfach so auf gutes Ziel in die Zone kommt. Ja, so. Jedes Mal der Arm abhängig sein, wenn es ein Schneidewerk ist. Wenn es schon ist, ist es auch nicht gut, hier was abzubekommen. Und darum geht es jetzt erstmal in der ersten Stufe. Partner zusammen, frei bewegen. Jetzt, wir haben es einfach, ja, schwer, weil alle bewegen sich jetzt in den Raum.